Moin, werte Zuschauer. Auch in schwierigeren Zeiten ist es mal wieder soweit für den Monatsrückblick, diesmal über den März des Jahres 2020. Ja, dieser Monat war ziemlich turbulent gewesen, was Videos auf meinem Kanal anging. Da hatte ich euch ja viele verschiedene Dinge gezeigt. Ja, diesmal unter erschwerten Bedingungen, Stichwort Homearbeit, Telearbeit, deswegen befinde ich mich jetzt auch zurzeit im Sportzimmer, um die Mitmenschen am wenigsten zu stören bei der Homearbeit. Mal gucken, ob das so gut geht. Leider konnte ich jetzt nicht alles vor die Kamera kriegen, was ich im März euch gezeigt hatte, aber da werde ich dann entsprechende Screenshots einblenden, die ich aus den jeweiligen Videos gezogen habe. Angefangen hat der März am 2.3. auf meinem Kanal und zwar mit der Vorstellung eines vermeintlich günstigen HDMI zu USB-Konverters. Der liegt hier. Der aus China bestellt, kostet um die 12, 13 Euro und zwar ist das eine Aufnahmekarte. Das hier ist ein HDMI-Eingang. Und hier haben wir eine USB-Buchse. Und zwar ist das eine Aufnahmekarte, die HDMI-Signale aufzeichnen kann. Zum Beispiel über die mitgelieferte Software. Da war noch eine USB-Verlängerung noch im Lieferumfang gewesen. Oder man kann das auch mit der Open Broadcaster-Software aufnehmen. Vermeintlich günstig deswegen, weil angeblich soll die Karte 1080p unterstützen. Doch das ist nicht ganz korrekt. Das HDMI-Signal wird nämlich über einen Controller-Chip in ein F-Bus-Signal umgesetzt, also in ein analoges Cinch-Videosignal. Und das wird von einem Videodigitalisierer-Chip, den man aus diesen günstigen Geräten kennt, dann wieder digitalisiert. Und dementsprechend nimmt man nur maximal in PAL-Auflösung auf. Vielleicht mache ich hier nochmal kurz das Licht an, weil es gerade doch ein bisschen dunkler wird. Aber für meine Zwecke sollte es ausreichen. Da kommt dann irgendwann noch mal ein Video zu, wo ich dann mit der Karte noch was vorhabe. Hier kann sie aber, glaube ich, 1080p unterstützen. Aber das wird dann, wie gesagt, in PAL-Auflösung umgesetzt. Deswegen nicht wirklich Full-HD-tauglich. Am 3. März ging es dann um AMDs sehr interessante Low-Budget-Plattform aus dem Jahre 2014, nennt sich Kabini. Die haben wir uns mal angeschaut in diesem Video. Hier liegt das Mainboard, was ich für die Tests mit Kabini herangezogen hatte. Ein sehr solides Mainboard von Asus, das ARM1M-A. Hier ist noch die SSD, wo das System drauf ist. Abgelegt ist. Ja, das ist eben hier die ARM1-Platine, Micro ATX. Gar nicht mal so schlecht. Ja, das Ganze hat mir zusammen mit dem Sempron 2650 und 2x2 GB DDR3333 25 Euro lediglich gekostet. Der Boxkühler war auch dabei. Genau, doch da es sich bei dem Sempron nur um eine Dual-Core-APU handelt, habe ich mir dann noch den Athlon 5150 besorgt. Den hatte ich doch auch noch irgendwo hier gehabt. Moment. Ist jetzt nicht so wichtig, dann habe ich es wahrscheinlich nicht mit runtergenommen. Auch wenn die Plattform für günstige Office-Rechner vielleicht durchaus noch interessant sein könnte und auch YouTube-Videos in HD-Qualität ruckelfrei wiedergeben kann, darf man natürlich von Kabini nicht mehr allzu viel erwarten. Erstaunlich ist aber, dass die Spielekonsolen Xbox One sowie PlayStation 4 auf eine Custom-Kabini-APU setzen. Doch der integrierte Grafikchip ist natürlich deutlich stärker als der von den ARM1-APUs. Wieder einen Tag später, am 4. März, stellte ich euch wieder ein weiteres Paket von meinem Zuschauer und Abonnenten Tino vor. Dort waren ganz interessante Sachen enthalten, wie beispielsweise ein doch
ziemlich schickes PC-Gehäuse, wie ich finde. Das steht jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Also so sieht das aus. Hier haben wir auch noch ein Seitenpanel. Und ja, das ist noch ein bisschen unhandlich. Moment, ich wollte euch die Rückseite nochmal zeigen. Da ist noch die Blende drin von dem Mainboard, was hier verbaut gewesen war. Ja, aber so wirklich ein Hinweis, wie das Gehäuse heißt, kann ich jetzt nicht finden. Hier oben haben wir neben zweimal USB 2.0 auch zweimal USB 3.0 und einen Taster für die integrierte RGB-Beleuchtung. Das Panel ist übrigens aus echtem Glas, ganz nice. Und dann haben wir hier, immerhin weiß man, das Gehäuse ist von Atza. Das ist auch beleuchtet, sowie die Front, also dieser Bereich hier, der dunkel gehalten ist. Und hier hinter der Klappe haben wir einen 5,25 Zoll Schacht noch. Ah, hier ist der LED-Schalter. Nee, das hier oben, das ist der Powerschalter. Genau, so viel dann zu dem Gehäuse. Verbaut in dem Gehäuse war ein AM4 Mainboard. Das liegt jetzt hier auf dem Lenovo Sync Center, welches ebenfalls in dem Hardware-Paket enthalten war. Ja, hierbei handelt es sich um das MSI B350 PC Mate. Gar nicht mal so schlecht, das Mainboard. Wobei die einzige Besonderheit sind wahrscheinlich die PCI-Steckplätze. Hat ja auch nicht mehr jedes Mainboard. Ja, ansonsten nichts Spektakuläres. Immerhin ein M2-Anschluss direkt vom Prozessor beigesteuert. Also per PCIe Express 3.0x4 angebunden. Das übliche Firma SATA. Einen USB 3.0 Frontpanel-Header. Ne, zwei sogar. Hier ist noch ein weiterer, gewinkelt. Und vier RAM-Bänke für DDR4. Und man kann hier auch die externe Grafik, die Onboard-Grafik nutzen bei APU-Einsatz. Und wir haben sogar USB 3.1 mit 10 Gigabit. Darüber hinaus war auch ein Lenovo ThinkCenter PC aus dem Jahre 2010 vermutlich im Paket enthalten. Ja, den Lizenzaufkleber von Windows 7 habe ich euch jetzt doch mal abgeklebt. Deswegen auch vorhin die schwarzen Balken. Ich bitte dies zu entschuldigen. Genau, das ist der Rechner. Den hatten wir uns während meiner Renovierungsarbeiten, Stichwort Schimmel, an der Tapete. Da musste dann die ganze Tapete neu, die musste ab und dann wurde neu tapeziert. Hatten wir uns diesen Rechner angeschaut. Hier verbaut ein Quad 2 Duo P8400, kann das sein? Oder E8400? Ja, mit Socke 775. Das sind dann die Anschlüsse hier des Systems. Beinahe wäre es passiert. Gott, das hätte nicht sein dürfen. So, ich mache euch den jetzt noch mal kurz auf. So, ja, so sieht das Ganze dann von innen aus. Immerhin, wir haben hier DDR3-RAM-Bänke und das Gehäuse ist an für sich ganz gut durchdacht. Man kann noch recht viel aufrüsten. Oh, irgendwas klappert hier. Muss ich mir dann nochmal angucken, was hier klappert. Ja, den wollten wir ganz gerne auch nochmal aufrüsten. Vielleicht mit einem Quad-Core-Prozessor und einer dedizierten Grafikkarte. Wir haben hier noch zwei Erweiterungssteckplätze, jedoch nur für Low-Profile-Karten. Und dann mal gucken, wie schnell der Rechner dann geworden ist mit der Aufrüstung, also was man damit dann noch anstellen kann. Ja, das Video kam übrigens dann am 7. März, hatte ich vergessen zu erwähnen. Dann drei Tage später wieder am 10. März zeigte ich euch, wie man eine Netzwerkdose anschließt und zwar für
RJ45-Kabel, also Internet ist das Stichwort. Ja, da war dann noch die Geschichte mit dem Telefonkabel gewesen. Das war ganz abenteuerlich per Lüsterklemme verbunden. Deswegen habe ich das Telefonkabel an die zweite RJ45-Buchse angeschlossen. Erst hat das nicht funktioniert, weil die einzelnen Adern zu dünn waren, sodass der Port, der Anschluss an der linken RJ45-Buchse, das Kabel, also dessen Ummantelung, nicht durchschnitten hatte. Also musste ich dann die einzelnen Drähtchen des Telefonkabels manuell abisolieren und dann nochmal mit dem Auflegewerkzeug in die Buchse stecken, also in die Klemme. Läuft jetzt aber. Am 12. März gab es dann wieder Zuschauerpost von Dark Phoenix Finance 20 diesmal vorzustellen. Ich hoffe, ich habe die Bauteile, die enthalten waren, noch alle wieder zusammengekriegt. Genau, das Highlight des Pakets war ein Mainboard mit FM1-Sockel. Ach, den hatte ich schon gesucht. Genau, da müsste dann der Sempron, genau, der 2650 drin sein. Ah, ja, den hatte ich schon gesucht. Und das ist dann der zweite Boxkühler, den es dazu gab, für die Arme 1-Plattform. Hatte ich mir das nochmal besorgt. Und also das war nicht in dem Paket drin gewesen. Das hatte ich extra gekauft. Also den Athlon 5150. Ne? Ja, das ist das S-Hawk A75MHVS mit FM1-Sockel. Da gab es dann auch drei passende FM1-APUs dazu. Der A8 3850 und der A6 3650, aber zweimal dann letztere. Genau. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Das alles ausprobieren. Dann ein hoffentlich hochtouriger 92 mm Lüfter, der dann ein paar mehr Umdrehungen pro Minute schafft. Noch ein USB-Controller. Okay. Auch ein paar RAM-Module, die hatte ich jetzt mal hier reingetan. DDR2-Module, alles mit 800 MHz. Genau, und dann gab es noch eine RAID-Controller-Karte dazu für SAS, aber ist auch abwärtskompatibel mit SATA. Die funktioniert übrigens. Hatte ich schon ausprobiert, aber ich denke mal, ich stelle euch die noch mal vor. Aber bisher konnte ich deren BIOS noch gar nicht öffnen. Solche Controllerkarten haben ja auch noch eine Oberfläche, wo man ein RAID einrichten kann und so weiter. Das konnte ich bisher leider nicht aufrufen. Achso, ich mache. Ich möchte kein Geheimnis draus machen, dass hier noch eine Controllerkarte in der ESD-Tüte enthalten war. Die hatte ich in einem früheren Paket von dem Dark Phoenix 220 schon zugeschickt bekommen. Und da war auch dieses passende SAS auf SATA-Kabel dabei gewesen. Weiter ging es am 14. März mit einem der drei Bench-Tables, die ich bestellt hatte. Und zwar die ATX-Variante. Das müsste der hier sein. Genau, am 14. März wurde das vorgestellt. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist ein Benchtable zum selber zusammenbauen. Den gibt es zum Beispiel bei eBay ganz günstig für 40 Euro. Doch ich kann euch sagen, den Preis merkt man dem Benchtable schon an. Also, ja. Bei diesem Benchtable ist die eine Schraube hier nämlich schon irgendwie kaputt. Da ist das Gewinde überdreht. Bei der Einhaltestange für Erweiterungskarten. Ja, ein bisschen schade.
Und bei der... Oh nein. Jetzt. Muss ich nochmal wieder fest anschrauben. Das ist auch doof. Naja. Und bei der Mini-ITX-Variante, die ich ein paar Tage später am 24.03. gezeigt hatte, ist neben der Erweiterungskartenhalterung, die hier gesessen hätte, jetzt auch noch die Netzteilhalterung durchgebrochen. Yo! Ich bin da nur mit dem Knie ein bisschen gegengekommen und schon durchgebrochen. Das kann es doch nicht sein. Ja, billiges Acryl, kann ich nur sagen. Schade. Ja, wirklich schade. Gut, das ist eben die Mini-ITX-Variante davon gewesen. Und die Micro-ATX-Variante, die stellte ich euch am 19.03. vor. Ja. Das ist der Bench-Tagel. Mal gucken, wie lange der zumindest hält. Wir sind noch nicht fertig. Am 16.03. ging es um ein Kabelmodem von Aris, das Touchstone TG3442DE, welches bei unserer Vertragsumstellung von Vodafone, also bei Vodafone, auf 1 Gigabit mitgeschickt wurde. Die Besonderheit hierbei ist, dass das Gerät EuroDOCSIS 3.1 unterstützt und damit dann auch Gigabit-tauglich ist. Sieht übrigens hässlich aus, das Ding. Aber das habe ich mal ausprobiert und in der Tat tatsächlich schneller wie unsere 6490 Kabel. Aber mit großen Nachteilen verbunden. Wir haben ja 3 Telefonnummern und die können wir mit dem Gerät ja nicht wirklich konfigurieren. Der hat hier wohl 2 Telefonbuchsen, doch nur die rechte funktioniert, Telefon 1. Und da gehen dann alle 3 Rufnummern drauf. Ich habe das jetzt so verstanden, dass tatsächlich auch alle 3 Rufnummern durchgereicht werden, wenn dort jemand anruft. Aber man kann das nicht so konfigurieren, dass die 2. Telefonbuchse für die andere Rufnummer gedacht sein soll. Also ist auch wieder nix. Ja, deswegen dann doch die 6490 Kabel und mit um die 700 bis 800 Megabyte statt mit 1000. Am 18.03. stellte ich euch meine Computerzusammenstellung im Gigabyte Sumo Alpha PC Gehäuse vor. Und zwar mit einem LG A1366 Mainboard. Genau dieses Exemplar hier von MSI. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch noch den Xeon X5650 mit seinen 6 Kernen und 12 Threads angeschaut und auch gleich auf 4,2 GHz übertaktet, womit man durchaus noch beachtliche Ergebnisse, zum Beispiel im Cinebench R15, erzielen kann. Genau, das Gehäuse habe ich jetzt nicht mehr, deswegen kann ich euch das hier nicht mehr zeigen. Das ging nämlich an Dark Phoenix 420, weil er dringend ein Gehäuse brauchte und da habe ich ihm dann eins abgegeben. Ebenfalls nicht mehr vorhanden, da kaputt und somit weggeschmissen, eine Steckdosenleiste, die ich euch am 19.03. zeigte. Dort sind ein paar Plastikteile abgebrochen, sodass die Stromschienen nicht mehr auf Position gehalten werden konnten. Also wenn noch mehr Plastikstifte abgebrochen wären, dann wäre es kritisch geworden. Weswegen die dann weggekommen ist, die Steckdosenleiste. Am 21.03. ging es um ein Mainboard von Intel mit Z77 PCH, das ich relativ günstig dann bei eBay bekommen hatte. Doch das Mainboard hat ein Problem und möchte nicht hochfahren. Ich ging davon aus, dass man das einfach beheben könnte durch ein BIOS Reset, durch manuelles Flashen des BIOS, aber
Leider konnte das Problem nicht behoben werden. Das hatte ich dann an Dark Phoenix 220 geschickt, aber er konnte auch nichts mehr an dem Mainboard machen. Dann wurde es wieder interessanter am 22.03. Da ging es dann um was ganz anderes, nämlich Analogtechnik. Ja, ich habe euch die Sachen hier hinten rechts nochmal hingelegt, was da so im Video hauptsächlich gezeigt wurde. Na, es ging eigentlich um den AV zu HDMI-Konverter. Der hat analoge Eingänge auf Chinch-Basis mit FBus-Video. Auf der anderen Seite hat er einen HDMI-Ausgang. Da kann man dann einen modernen Fernseher auch anschließen und analoge Quellen wiedergeben, welche mit diesem Adapter dann digitalisiert werden. Der Hintergrund ist der. So, das ist die analoge Videokamera, die ich auch noch vorgestellt hatte. Zeige ich euch auch noch mal kurz. Die funktioniert übrigens noch tadellos. So, mit so einer alten Kamera, die ja schon fast wie so eine Fernsehkamera aussieht, möchte natürlich eigentlich niemand mehr filmen. Aber das war dann das Anschauungsobjekt, denn die hat ja nur analoge Ausgänge, weil sie ja auf analoger Technik basiert. Deswegen, da ist also noch nichts Digitales dran. Und das zweite, ein Videorekorder für die VHS-Kassetten. Ach, doch recht schwer. Moment. Genau, so sieht das Ganze aus. Auch analoge Technik. Und der hat auch noch die SCART-Anschlüsse natürlich. Und die Sache war jetzt die, dass manche Videokassetten mit solchen Videodigitalisierern nicht vernünftig aufgenommen werden können. Denn es ist so, dass bei den analogen Videokassetten, um das Mitschneiden zu verhindern, ein Störsignal ausgegeben wird, welches dann die Fernseher wieder rausfiltern müssen. Doch die Capture-Karten können das nicht. Der kann das schon. Der filtert das Störsignal raus und gibt das dann an HDMI weiter, in digitalisierter Form. Und das kann ich dann mit meinen Capture-Karten aufnehmen. Ja, die Kassetten haben wir ja. Also langsam aber sicher lichtet sich das Feld und nicht über die Tasse von Daten. Ja, am 25. März stellte ich euch meine ersten beiden Mainboards mit dem Sockel LGA 1151 vor. Ein kleines Highlight auf meinem Kanal, weil bisher hatte ich noch kein Mainboard mit so einem Sockel. Zu sehen gab es diese beiden Mainboards, beide mit OVP, sowie zwei Prozessoren aus der Pentium-Serie auf Kaby Lake-Basis. Die Mainboards besitzen beide den günstigen H110 PCH, welcher wahrscheinlich im Jahre 2016 erschienen sein dürfte. Den RAM-Bus-Speicher lege ich nochmal kurz auf Seite. Für die beiden Mainboards habe ich mir jeweils den sehr begehrten Intel Pentium G4560 besorgt. Das war im Jahre 2017 die beliebteste Low-Budget-CPU für Intel Sockel 1151. Denn die Besonderheit bei diesem Pentium ist das implementierte SMT. Das steht für Simultaneous Multithreading, womit der Prozessor dem Betriebssystem 4 Kerne vorgaukelt. Es bleibt aber trotzdem Dual-Core. Dennoch bringt SMT, von Intel Hyper-Threading genannt, natürlich schon einen Performance-Vorteil und erlaubte damals das Ausführen nahezu aller Spiele. Denn es war so gewesen, dass manche Spiele auf einem reinen Dual-Core gar nicht mehr starteten.
Nicht so auf diesem Pentium mit einem Takt von immerhin 3,5 GHz. Ja, die integrierte Grafikeinheit, die nennt sich Intel HD 610, ist natürlich nicht so doll, aber man kann natürlich auch eine Grafikkarte dazu stecken. Das muss das Mainboard natürlich mitmachen. Da habe ich mir einmal das ASRock H110M DVS geholt. Aber das BioStar H110M HC hatte ich zuerst gekauft für 25 Euro. Da brauchte ich dann natürlich noch eine CPU für. Deswegen habe ich mir dann für, ich meine 35 Euro war das, einen Pentium G4560 dazu geholt, weil der eben die 4 Threads hat und man mit dem noch ein bisschen was anstellen kann. Ja, ich habe tatsächlich zweimal den Pentium G4560, wie ihr hier sehen könnt, einmal in OVP zu dem ASRock Mainboard beiliegend, weil es war so, dass ich mehrere Verkäufer angeschrieben hatte und dann hat sich der Verkäufer des ASRock Mainboards gemeldet. Das war nämlich ein Paket bestehend aus dem ASRock Mainboard mit dem Pentium G4560 für 50 Euro. Und da dies ein sehr guter Preis ist, habe ich das dann auch noch gekauft. Ja, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits das BioStar Mainboard bestellt gehabt. Da brauchte ich dann aber auch noch eine passende CPU für. Zeige ich euch hier das BioStar Mainboard noch mal ganz kurz. Nichts Besonderes, aber auch nicht wirklich schlecht. Wir haben sogar DDR4 RAM im Dual Channel natürlich angebunden. Wir haben 4 SATA 6 Gigabit Anschlüsse. Wir haben auch einen digitalen Bildausgang für die Onboard GPU des Prozessors, Gigabit LAN. Gut, und wir haben PCI Express 3.0x16. Und das ist aber PCI Express Version 2.0x1. Ja, keine Overclocking-Platine natürlich, aber auch nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall eine gute Basis für ein günstiges System. Mehr braucht man für den Pentium auch gar nicht. Das andere Mainboard nennt sich H110M DVS. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Da gab es dann auch noch die passende Blende und die Anleitung dazu. Und so sieht dann die ASRock-Platine aus, ebenfalls DDR4-RAM und H110 PCH, sogar mit einem Kühler auf den Spannungswandlern. Ist schon mal ein bisschen besser ausgestattet wie das ASRock-Mainboard, aber es hat auf der anderen Seite einen X1-Slot weniger. Und statt HDMI gibt es DVI als Bildsignalausgang. Nachdem ich euch am 26.03. eine Fortsetzung der Videoreihe, in dem ich eure PCs immer vorstelle, angekündigt hatte, ging es am 29.03. um meine Nvidia GeForce GTX 970, welche übrigens meine erste Grafikkarte mit 4 GB Grafikspeicher darstellt. Ja, mit genau 4 GB, weil meine GTX 1080, die ich im April, Mai 2017 rum gekauft hatte, 8 GB Speicher besitzt. Die Karte dürfte mittlerweile wieder funktionieren. Es war so gewesen, dass sie Black Screens produziert hat. Und das hatte ich mit dem Föhnen des Grafikchips per Heißluftgebläse lösen können. Ich hatte den Grafikchip bei 200 Grad für etwa 5 Minuten in einem Abstand von so 10 cm geföhnt und danach lief alles so, wie es sollte. Das Kühldesign ist natürlich nicht so berauschend, dafür stimmte aber der Preis von 74 Euro. Die hatte ich bei eBay, also über eBay hatte ich die gebraucht gekauft.
Noch am selben Tag erschien ein zweites Video über die alte Speichertechnologie RAM-Bus. Diese Speichertechnik wurde im Jahre 2000 verkauft für die Intel Pentium 3 und Pentium 4 Prozessoren. Und in dem Video hatte ich euch dann nochmal die Funktionsweise dieses, ja, wie ich finde, interessanten Speichers nochmal erläutert. Und last but not least stellte ich euch schließlich am 30. März einen sehr niedrig gebauten CPU-Kühler vor für die Intel Sockel L5X. Das ist der Intertech Argus T200. Er ist gerade einmal 34 mm hoch und soll eine Kühlleistung von bis zu 85 Watt aufweisen können. Der Kühler steckt jetzt hier nicht in dem Karton, aber ich kann euch ein paar Bilder zeigen. Gekauft habe ich mir den Kühler für ein bestimmtes Mini-ATX-Gehäuse, in dem ich ein Intel Sockel 1155 System eingebaut habe. Und selbst Intels Boxkühler ist für dieses Gehäuse noch schlicht zu hoch, weswegen es dieser ultra niedrig gebaute Toplaukühler sein musste. Wir hatten uns außerdem in dem Video neben der Montage auch die Kühlleistung angeschaut mit vier verschiedenen Sandy Bridge Prozessoren, dem i3 2120, gefolgt vom i5 2400S, dem normalen 2400er und dem i7 2600. Und selbst die sparsameren Quad-Cores konnte man mit dem Kühler noch ganz ordentlich kühlen. Beim i7 war es dann aber schon recht grenzwertig. Wenn man nicht unbedingt immer die Maximaldrehzahl des Kühlers ertragen möchte. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieses Monatsrückblicks. Falls ihr noch kein Abonnent von mir seid, dann könnt ihr dem Abo-Button ja mal eine Freude bereiten. Außerdem würde ich mich über ein Follow bei Twitter freuen. Dort erfahrt ihr noch teils schneller als bei YouTube, welche neuen Hardware-Artikel es in meine Sammlung geschafft haben. Macht's gut!